Hallo zusammen, wieder ein Sonntag und das heißt, bei unserem Kanal schauen wir uns die Sonntagsspiele in der NBA an. Die Hälfte der Saison ist erreicht. Hier habe ich mal die Tabelle vom Osten. Die Raptors führen gleich auf mit den Milwaukee Bucks, allerdings 3 Siege mehr. Die Pacers auf einem starken dritten Platz, danach die 76ers, nicht ganz unerwartet auf Platz 4 und die Boston Celtics sind so langsam wieder im Kommen. Und auch auf Tuchfühlung zur Spitze. Danach haben wir einen kleinen Abstand zu den Miami Heat, Brooklyn Nets und die Charlotte Hornets. Aber auch die Detroit Pistons, Orlando Magic sind noch im Playoff Race. Washington Wizards natürlich auch nicht wirklich weit weg, aber mit der Verletzung von John Wall mache ich mir da eher Gedanken, ob die da wirklich unter die Top 8 kommen werden, beziehungsweise ob das überhaupt deren Ziel ist. Im Westen ein überraschendes Bild bisher. Die Nuggets führen vor den Golden State Warriors, die Oklahoma City Thunder nach diesem schwachen Start wirklich sich gut gefangen. Die Portland Trailblazers waren bereits letztes Jahr die Überraschungsmannschaft mit Platz 3, jetzt wieder auf Platz 4, Houston wieder zurück in den Playoffs auf Platz 5. Die Clippers auch eins dieser Überraschungsteams, eigentlich Überraschung nach Überraschung hier. Die Spurs hätte man auch vielleicht oder der ein oder andere erwartet, dass die etwas weiter hinten stehen nach ihrem Trade von Kawhi Leonard und die Lakers auf Platz 8, obwohl sie in den letzten 10 Spielen 6 verloren haben. Im Verfolgerpulk führen die Utah Jazz an, die übrigens, das ist ganz interessant, laut der NBA das schwerste Anfangsprogramm hatten bis Ende Dezember, das heißt also gegen die stärksten Teams, also vom Spielplan rangekommen sind. Von daher kann man ruhig erwarten, dass es für die jetzt definitiv nach vorne geht. Haben auch 7 der letzten 10 Spiele gewonnen und die Serie geht bestimmt so weiter. Die Kings auch eine der Überraschungen, auch wenn sie nur auf Platz 10 sind. Timberwolves mittlerweile ohne Thibodeau, auch wieder im Rennen dabei. Die Mavs mit 20 Siegen, genauso wie die Pelicans und die Grizzlies mit 19 Siegen. Auf dem letzten Platz die Phoenix Suns mit 11 Siegen, 33 Niederlagen und die werden darauf bleiben. Wir werden, wenn das All-Star-Spiel ist, also der All-Star-Break, auf jeden Fall auch ein kleines Recap machen zum ersten Saisonteil und auf das freue ich mich und da gehen wir auch das ein oder andere Team ein bisschen genauer durch und bevor wir uns die heutigen Spiele anschauen, zeige ich euch noch etwas anderes. Und zwar ist hier unsere aktuelle Wettstatistik vom Januar, November habe ich schon mal hier gezeigt, kleines Minus. Im Dezember hatten wir schon ein Plus und im Januar hatten wir bisher 48 Wetten in unserer Gruppe gespielt. Wenn ihr da rein wollt, ist auf Facebook momentan bit.ly/NBA-Group. 48 Wetten gespielt, davon 27 gewonnen. Die durchschnittliche Quote 2. Um die 2 bisher, also ganz ansehnlich, und wir haben einen Einheitenplus von 23. Jede Wette wird dort auch gepostet. Und wer da dabei sein will, einfach anmelden und dann funktioniert es relativ klassisch. Ich glaube, ihr kennt das auch über einen unserer Partnerlinks einfach anmelden und dann seid ihr ein Leben lang kostenlos dabei. Ich würde mich via Facebook auch bei euch melden. Also dann bitte gegebenenfalls, falls ihr Interesse habt, eure privaten Messenger-Nachrichten lesen. Aber jetzt geht es zu den heutigen Spielen. Und da beginnen wir mit den 76ers bei den New York Knicks. Auf welcher Seite befinde ich mich hier? Auf ESPN, weil hin und wieder diese Fragen kommen. Hier gehen wir in den Gamecast und dann gibt es ganz gute Informationen. So, der Matchup-Predictor, die Top-Spieler sind bei den 76ers natürlich Embiid mit 27 Punkten und 13,5 Rebounds im Schnitt und Ben Simmons, der auch immer wieder für ein Triple-Double gut ist. Ja, man sieht hier der Injury Report relativ groß. Embiid hat das letzte Spiel schon ausgesetzt. Jimmy Butler, Day-to-Day, Amir Johnson, auf den können sie, glaube ich, verzichten. Aber auch auf Seiten der New York Knicks ist es halt so, dass mit Tim Hardaway der Topscorer bei ihnen fehlt oder fehlen könnte. Enes Kanter hat ja vor ein paar Tagen zu viele Burger gegessen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob er sich da schon wieder von erholt hat. Frank Ntilikina, ach, das ist leichter, den Namen zu sagen, wenn man ihn nicht vor sich hat. Aber ja, der Frank,
Er fällt auch aus, genauso wie Mitchell Robinson. Und Dotson war, glaube ich, beim letzten Spiel der Knicks sogar Topscorer gegen die Indiana Pacers. Auf jeden Fall haben die Knicks die letzten drei Spiele verloren und die 76ers die letzten beiden. Und zwar gegen die Hawks und Wizards. Beides Teams, die nicht in den Playoff-Plätzen derzeit sind. Von daher muss man hier wirklich bis kurz vor Schluss warten, wer spielt und wer nicht. Hier wage ich keine Prognose. Zum jetzigen Zeitpunkt, von der Logik her, würdest du natürlich immer mehr auf die 76ers setzen, einfach weil die Gegner die New York Knicks sind und ja, damit. Hier die Bilanz zeigt ja auch schon das alles. Die Raptors spielen zur gleichen Zeit bei den Washington Wizards. Auf das Spiel freue ich mich auch. Kommt auf The Zone. The Zone gefällt mir tatsächlich gut. Hätte ich am Anfang nicht erwartet. Kleine Werbung quasi für die Jungs. Gerade deutsche Kommentatoren beim Basketball gehen oftmals gar nicht. Aber das, was die an Infos da reingeben, finde ich persönlich interessant. Ansonsten. Klar, kann man auch zum NBA League Pass oder ähnliches greifen. Die Raptors spielen bei den Wizards. Die Wizards haben jetzt eben gegen die 76ers gewonnen. Und nachdem sie in der Nacht davor eine verheerende Niederlage eigentlich hatten, hier sieht man es nochmal, erst verlieren sie 132 zu 115 und danach gewinnen sie gegen die 76ers ziemlich deutlich. Leider habe ich genau bei diesem Spiel auf Philly gesetzt, weil ich das Spiel gesehen habe und das war sowas von überlegen, dass ich mir nicht vorstellen habe können, dass die den Schalter innerhalb eines Tages so umlegen können. Aber nicht nur das, sie haben nicht nur die 76ers geschlagen, sondern 2 Tage später auch die Milwaukee Bucks und jetzt geht es quasi wieder gegen den Tabellenführer, gegen die Raptors und die kommen mit 4 Siegen im Gepäck. Gegen die Hawks war es relativ knapp, aber dafür die anderen Spiele eigentlich relativ deutlich, deshalb mache ich mir hier auch nicht die allzu größten Gedanken, weil Valanciunas fällt ja schon länger aus. VanVleet würde wehtun. Miles, den können sie ganz gut ersetzen, denn was die Jungs da um Leonard, Lowry, Ibaka, aber auch vor allem jetzt von der Bank, Norman Powell, der Wright und Siakam. Zwar nicht von der Bank, aber in der Starting Five spielen, das ist schon gut. Ich glaube, Siakam ist auch gerade einer, der die besten Drives eigentlich zieht. Und da sehe ich jetzt momentan bei Washington keinen, der das stoppen kann. Ich tue mir relativ schwer hier, auch weil es ein 7-Uhr-Spiel ist und von den letzten zwei Ergebnissen der Wizards die Line von 6,5 anzuspielen. Aber ich gehe dann auch nochmal zu den Quoten. Die Raptors, die kann man, glaube ich, ganz gut in eine Kombi einbauen. Die haben eine Quote von um die 1,35. Das kombiniert mit einem anderen Spiel mit ähnlichen Quoten ist eigentlich ganz gut. Die Milwaukee Bucks spielen auch heute zu schöner Uhrzeit gegen die Atlanta Hawks. Ein Spiel, was ich jetzt auch leider nicht so super interessant finde. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich jetzt zwei, drei Spiele von den Atlanta Hawks gesehen habe in den letzten 2, 3 Wochen. Und das war gar nicht so verkehrt. Also die spielen mit Leidenschaft, die haben die Identität, haben natürlich nicht die Klasse, um wirklich die ganze Zeit mitzuhalten. Aber wenn man jetzt die letzten 5 Spiele sieht, gegen Toronto knapp verloren, deutlich gegen Miami, und dann eine knapper Sieg in Philadelphia, während die Bucks vor ziemlich genau einer Woche oder 10 Tagen halt mit 144 zu 112 gegen Atlanta gewonnen haben. Das ist schon Wahnsinns Ergebnis. Und ich würde jetzt hier auch mal kurz auf den Boxscore gehen, denn ich sehe keinen, der Antetokounmpo stoppen können sollte von dem Frontcourt von Atlanta. Und der Junge hat auch hier leider nur 19 Minuten gespielt. Aber 6 von 8, dazu 8 Rebounds, 10 Assists in 19 Minuten, das ist ja schon Wahnsinn. Brogdon, ehemaliger Rookie of the Year, hat momentan einen richtig guten Lauf. Dem macht auch Spaß anzuschauen, weil das ein sehr spielintelligenter Typ ist und ja, nicht wirklich durch Athletik oder den mega guten Dreierwurf zum Zuge kommt. Brook Lopez, er trifft eigentlich die Saison ganz gut von Downtown und
Was soll ich dazu sagen? Also, es würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn die Hawks hier mithalten können sollten. Also hier verrate ich, glaube ich, auch keinem irgendwas Neues, wenn ich sage, die Bucks werden das schon gewinnen. Die Quote ist halt immer dann die andere Sache. Jetzt lädt es hier ganz kurz. Offensichtlich nicht das beste Internet. Die Houston Rockets machen um 12 Uhr weiter gegen die Orlando Magic. Und die Magic haben, ich weiß gar nicht, war es letzte Nacht oder die Nacht davor, auf jeden Fall gegen Boston gewonnen, während hier James Harden einen unglaublichen Lauf hat. Also was der Typ derzeit spielt, ist ja unfassbar stark. Macht einfach nur Spaß. Der wird gedoppelt, getrippelt, kommt zum Zug, kommt zu seinem Wurf mit seinem Stepback-Dreier. Holt sich die Freiwürfe, was er schon immer gut konnte. Und das ist phänomenal, was man da gerade beobachten kann. Und Respekt, ich weiß auch noch, wie ich in einem der Videos hier vor ein paar Wochen gesagt habe, ja, also Houston hat eigentlich echt ein scheiß Team. Und ob das dann in diesem engen und starken Westen dann überhaupt zu den Playoffs reicht, da waren sie weit weg eigentlich von den Playoffs, ist fraglich. Aber ja, was willst du sagen? Also, wenn der Harden so spielt, das ist eigentlich, wie gesagt, unglaublich. Und er selber sagt ja auch, er sollte eigentlich Back-to-Back-MVP werden. Und da kann ich relativ wenig dagegen sagen. Die Warriors gegen die Mavericks. Auch Luka Doncic könnte theoretisch in der MVP-Diskussion dabei sein. Auf jeden Fall den Rookie of the Year-Titel, den kann er eigentlich jetzt schon eintüten. Da muss er sich schon irgendwie verletzen, dass sich da noch irgendwas ändert. Aber er ist ja auch im All-Star-Voting momentan Zweiter. Nur LeBron James ist, glaube ich, über ihm, denn er wird ja als Forward gelistet. Ist witzigerweise, hat mehr Fanvotes bisher als Kevin Durant oder auch andere Superstars der Liga im Westen. Die Mavericks dürften eigentlich keine Chance haben gegen die Warriors. Da fällt mir jetzt auch relativ wenig dazu ein. Jay Barea, sie haben ja wirklich, war ein cooles Spiel gegen die Timberwolves. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Zum Ende hat dann Doncic einfach mal den Sieg angetütet. Barea hat sich eventuell die Achillessehne gerissen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon bestätigt hat. Da habe ich heute ehrlich gesagt noch keine Nachrichten gelesen. Das erste Spiel haben witzigerweise die Mavs 112 zu 109 gewonnen. Das zweite Spiel haben die Warriors 120 zu 116 gewonnen. 1 zu 1 also in dieser Serie. Und beide Spiele relativ knapp. Bin mir nicht sicher, ob das heute Nacht auch wieder knapp wird. Denn dafür sind die Warriors jetzt vollzählig dabei. Und haben auch die Möglichkeit, glaube ich, wieder auf Position 1 zu gelangen. Hat lange gedauert, aber wenn sie jetzt gewinnen und auf der anderen Seite die Nuggets, nachdem sie gestern gegen die Suns verloren haben, heute eventuell noch gegen die Trailblazers verlieren, dann haben die Warriors 29-14 Siege und die Nuggets 28 zu 14. Mal schauen, ob das eintrifft. Auf jeden Fall ist das hier wahrscheinlich das engste und knappeste Spiel, denn Portland, wie gesagt, die machen genau da weiter, wo sie in der letzten Regular Season aufgehört haben. Bei Denver, eigentlich, obwohl die Tabellenerste sind, müssen die auch schon viele Verletzungen aushalten, schaffen das aber aufgrund der Tiefe des Kaders mit Bravour. Gary Harris hat, glaube ich, die letzten beiden Spiele nicht gespielt. Lyles, Day-to-Day und Barton fällt aus. Isaiah Thomas, den sie verpflichtet hatten, ist nicht mal gelistet. Hier. Blazers letzten vier Spiele gewonnen, gegen die Hornets sehr deutlich, gegen die Bulls sehr deutlich, gegen die Knicks relativ deutlich, gegen die Rockets relativ deutlich und gegen OKC haben sie eigentlich sehr, sehr gut gespielt und auch lange geführt, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber dann haben die Thunder nochmal angezogen in der zweiten Hälfte und sich den Sieg sichern können. Und die Nuggets hier mit einer absolut vermeidbaren Niederlage gegen die Suns. Davor gegen die Clippers stark gewesen, gegen die Heat gewonnen, gegen Houston verloren und auch gegen die Hornets gewonnen. Also ein 50-50-Spiel, bei dem ich eher wahrscheinlich auch nicht drauf wetten würde. Interessanter ist dann schon Lakers gegen die Cavaliers. Die Lakers immerhin und weiterhin ohne LeBron James. Die müssten unbedingt diese Spiele
gewinnen. Ja, das werden sie auch sicher tun. 10 Punkte ist aber auch ein Brett. Jetzt schauen wir mal hier. Die Cavs werden ohne Larry Nance Jr. spielen. James ist bei den Lakers nicht dabei. Und was schon mal gut ist, dass Kyle Kuzma anscheinend seine Rückenprobleme überstanden hat. Dieses Duell gab es bisher einmal schon. Also das ist ja Ost gegen West Teams, spielen zweimal in der Saison gegeneinander. Das erste Spiel war in Cleveland. Da haben die Lakers 109 zu 105 gewinnen können. Und jetzt möchte ich euch ganz gerne noch ein paar Tipp-Empfehlungen aussprechen, zumindest das, was bei mir im Kopf rumschwirrt. Dazu nehme ich jetzt einfach der Übersicht halber die Quoten von Bet365, auch ein Anbieter, wo ich eigentlich relativ viel derzeit setze. Also, 76ers gegen die Knicks, eher Stand Hände weg. Auf der anderen Seite kann man sich überlegen, ob man vielleicht sogar diese beiden Spiele miteinander kombiniert, dann hätte man eine Quote von 1,8. 76ers als auch die Raptors sind natürlich die deutlichen Favoriten. Und ja, glaubt ihr wirklich, dass Philadelphia 3 Spiele in Folge gegen schwache Teams, also gegen unter 50% Teams verliert? Ich sehe das nicht wirklich und ich glaube auch nicht, dass die Raptors bei Washington strugglen werden. Also das ist definitiv eine Wette, die ich mir überlegen werde. Wenn man jetzt sagt, okay, das letzte Spiel haben die Bucks 144 zu 112 gewonnen, nimmt man das noch dazu, dann hätte man sogar eine 2,15er Quote. Allerdings empfiehlt sich nicht, so geringe Quoten zu spielen, denn da steht das Gewinn versus Verlustrisiko einfach nicht im Verhältnis zueinander. Und minus 11, dafür haben die Hawks gegen andere Teams bisher zu gut abgeschnitten, eben gegen Raptors nur knapp verloren, gegen Philly gewonnen. Von daher finde ich Hawks plus 10 auch nicht spannend, denn es sind immer noch die Hawks, also gefällt mir nicht so. Also hier klare Empfehlung, die Handicaps nicht anzuspielen, aus meiner Sicht. Und ja, die beiden. Vielleicht kombiniere ich die wirklich. Genauso übrigens auch hier die beiden West-Top-Teams des letzten Jahres, die beide im Finale gewesen sind. Die Houston Rockets gegen die Dallas Mavericks. Also, hier finde ich diese beiden kombiniert auch relativ sexy, hat man eine 2,0 oder 1,98 Quote. Eigentlich sehr gut. Golden State minus 6 kann ich mir genauso gut vorstellen. Denn die Dreierschützen, da tut sich Dallas gegen flinke Guards und gute Dreierschützen eigentlich schon immer schwer. Die ersten beiden Spiele sind knapp gewesen, aber kann man jetzt auch nicht vorstellen, dass Doncic jedes Spiel so weitermacht, wie er die letzten 3, 4 Spiele gewesen sind. Und dann fehlt den Mavs ein wirklicher Go-To-Guy, was auch krass ist, dass diese Last quasi auf dem Rookie liegt. Also, hier sehe ich minus 6 nicht unsexy, vielleicht sogar nur eine minus 3, minus 4. Dann hat man so eine Quote, die ein bisschen besser ist als 1,4, ein bisschen schwächer als 1,9, könnte interessant sein. Oder man kombiniert halt diese beiden. Selbst wenn die Wette nicht aufgehen sollte, und darum geht es mir immer, wenn ich Wetten absetze, selbst wenn die nicht aufgeht, muss man zufrieden mit der sein. Und mit dieser Wette angesichts der Quote wäre ich sehr zufrieden. Nuggets gegen die Trailblazers würde ich prinzipiell die Nuggets im Vorteil sehen, aber wie gesagt, wir haben auf der einen Seite die verletzungsbedingten potenziellen Ausfälle einiger Nuggets-Spieler, dann haben wir die gestrige Niederlage gegen die Suns. Und es kommen die Trailblazers, die, wie gesagt, oder wie gerade gesehen, einen ganz guten Lauf haben, unter anderem auch die Houston Rockets geschlagen haben. Also hier auf dem ersten Blick ist über 217 mein Top-Pick. Lakers, machen die das mit 10 Punkten? Also Cavaliers plus 9,5. Traue ich mich nicht anzuspielen. Hier würde ich auch vielleicht überlegen, macht es vielleicht Sinn, irgendwie zu sagen, Lakers, weiß nicht, minus 4 und ich gehe jetzt hier schon wieder in so eine Double Bet, vielleicht Lakers minus 4 plus Warriors minus 4, vielleicht kommt man dann auch wieder auf so eine 1,9er Quote. Das wäre auch wieder so eine Double Bet, wo ich sehr, sehr gut leben könnte mit und wahrscheinlich auch anspielen werde. Aber zuerst warten wir erstmal die Mittagsspiele ab.
in den USA, Abendspiele bei uns. Und dann kann man immer noch überlegen, wie es dann in der Nacht aussieht. Gibt für mich jetzt hier nicht den ultimativen Tipp auf ein Spiel, wo eine Quote von 1,8 oder höher dabei ist. Aber den einen oder anderen Verdoppler kann ich vielleicht ganz gut empfehlen. Ansonsten, das Video hat jetzt echt ein bisschen lang gedauert. Trotzdem danke für eure Aufmerksamkeit. Freue mich immer mal wieder auf ein Däumchen nach oben. Und hey, gute Nachrichten. Kommt einen neuen Computer und dann werden wir qualitativ ein bisschen bessere Videos machen können, weil momentan ohne Kamera beim Notebook funktioniert gerade nicht alles so gut. Bis zum nächsten Video und danke. Ciao, ciao.